fang an zu leben mit geöffneten Augen durch den Heiligen Geist. Gottes Geist gibt dir wahre Selbsterkenntnis, wahre Gotteserkenntnis, wahre Menschenerkenntnis und wahre Welterkenntnis, dass du plötzlich siehst, alles hat einen Sinn in dieser Welt. Alles. Gott schreibt Geschichte, auch hier mit der Corona-Geschichte. Religiöser Geist, ja, da kommt von diesem gefallenen Engel, vom Satan. Der religiöse Geist, auch hier in unserer ganzen Gesellschaft, in den Kirchen hin und her, kommt von unten, von den gefallenen Engeln. Der Teufel stellt sich als Engel des Lichts. Ich weiß, ich will dir helfen und so weiter. Vergiss den ganzen Schmarrn. Hilf dir selber, dann hilft dir Gott. Hör auf Gott und dann wirst du die Welt wieder neu verstehen. Es gibt, ja, der Teufel gibt dir vor, dass er die Weisheit beibringen möchte, ob es nur frommer Angeber, so wie bei Adam und Eva war und so weiter, den Plan Gottes durchkreuzt und zerstört. In Wirklichkeit, alles Göttliche steckt in dir. Was glauben oder nicht, mir ist vollkommen egal. Die Wahrheit steckt in dir, der Heilige Geist offenbart es. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Weißt du, was das ist? Freiheit. Du bist nicht mehr verklemmt, verbohrt und was weiß ich. Und bist nicht da wie die besoffene Frau, was der Priester dachte, dass sie es wäre. Das war sie gar nicht. Der Teufel versucht die Kritik, durch Kritik die Offenbarung Gottes in deinem Leben zu zerstören. Der Teufel kann nur kritisieren. Er sieht den Splitter in deines Bruders Auge. Aber dass du einen Balken hast, das kapierst du nicht. Das fällt dir gar nicht ein. Wir haben früher ein Lied gesungen in Jesus People Bewegung. Da hieß es, ich brauche Gebet. Nicht der Bischof, nicht der Priester, nicht der Vater, nicht die Mutter. Ich brauche Gebet. Bet nicht für die ganzen Leute, für die ganze Welt, für Afrika und Israel und was weiß ich, für wen auch immer noch. Fang an, für dich selber zu beten. Da haben wir so viel Grund noch. Der Teufel macht dich eifersüchtig auf andere Menschen. Du vergleichst dich ständig mit anderen. Ja, ich bin noch nicht so weit. Ich kann das noch nicht. Hör auf, dich zu vergleichen. Durch den Teufel bekommst du immer mehr Feinde statt Freunde. Der Teufel bringt Freundschaften auseinander, zerstört Beziehungen, Ehen, Familien, Gemeinden, bringt Spaltung. Das ist der Teufel. Bringt Kriege, Zwist und Zank und Streit. Ich möchte dir Mut machen. Hör auf den Herrn und nicht auf den Teufel. Nicht auf das, was der Teufel dir so vor den Augen malt. Den Splitter. Du bist nackt. Das wollte der Teufel erreichen, dass Adam und Eva sich nackt fühlen. Und dann habe ich beim Jakobus ja gelesen, die Zunge, ein kleines Ding. Beschmutze dich nicht, bricht nicht dein Rückgrat. Weißt du, durch dein negatives Zeugnis brichst du dein eigenes Rückgrat. In der Bibel, das letzte Gebot ist, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Über deinen Knecht oder deinen Herrn, über niemanden. So viele brechen sich in den Rückgrat, sie erzählen negative Sachen über ihren Mann, über ihren Pastor, über ihre Kinder, über ihre Frau. Und die brechen sich das Rückgrat. Rede Gutes oder gar nichts. Am besten nicht einmal denken. Weißt du, wenn bei mir solche Sachen kommen, da bete ich, lieber Gott, hilf mir, dass ich diese Gedanken nicht habe. Schon die Gedanken sind Mächte. Kenne und verstehe dich selbst. Nimm dich so an, wie Gott dich angenommen hat. Als ein Lump, als Aschenputtel. Als verlorenen Sohn. Halleluja. So hat Gott dich angenommen. Herr, öffne uns die Augen, dass ich mich so sehe, wie du mich siehst. Und nicht, wie die Menschen mich haben wollten oder die Gesellschaft mich haben möchte. Dein Heiliger Geist, decke all das Negative in mir auf. Herr, ich bitte dich darum, Herr, deck es auf und ich weiß, dein Geist deckt auch den Mangel zu in meinem Leben. Und ich will so leben, wie du es willst, dass ich gelebt habe. Halleluja. Ich segne alle, die dein Wort gehört haben. Heile du die Menschen am inwendigen Menschen, inneren Menschen. Halleluja. Amen.